Hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Magical Melody. Naja, nun denn wieder ein wenig her mit der standardmäßigen Begründung, dass es mir nicht so recht möglich war, wie immer oder wie so häufig, Laune an etwas wirklich zu haben und ich mich in Dinge verfranst habe einfach, also mich in irgendwas reingesteigert habe, beispielsweise, dass ich irgendwie versuche, sowas, irgendein Bildungsinteresse komplett nachzugehen, dass ich mich da reinsteigere oder so irgendwas, wo ich mich dann vollends drauf konzentriere und alles andere links liegen lasse, was dann quasi gleichzusetzen ist mit einer Art der Schmerzunterdrückung. Naja, ich weiß gar nicht, ob euch überhaupt interessiert, wenn ich das hier mal erzähle, aber für die, die es interessiert, erzähle ich es einfach mal. Und wenn ihr deswegen denken solltet, dass ich einen Klatscher habe oder dass sonst was, dann ganz ehrlich, ja, dann weiß ich auch nicht, was ihr hier macht. Weil eigentlich kennt man das ja so von mir. Deswegen ist das halt so. Und ich erkläre mich auch immer ganz gerne für Leute, Moment, höre ich mich da gerade, jetzt habe ich mich gerade so, jetzt höre ich mich gerade so Virtual Surround mäßig, was ich eben nicht gehört habe, der ist ja ganz seltsam, also ich habe ich schon gegossen, ich weiß es nicht, also 13.30 Uhr, das sagt mir eigentlich, wir haben schon gegossen, wenn ich ehrlich bin, ich weiß aber nicht, ob ich bei Dahlia war, das sollte ich mal eben schnell überprüfen, das ist nämlich sehr wichtig. Ich wünschte, ich könnte ja ein bisschen schneller rennen, also ein bisschen sprinten, wobei der Kerl ist ja auch eigentlich schon halbwegs schnell dafür, dass er die ganze Zeit so läuft, geht das vollends klar. Hi Dahlia, war ich schon bei dir? Ja, ich war sogar schon bei dir. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, ist leider sehr heiß hier im Sommer. Ach ja, bald ist ja auch wieder Sommer, wir haben ja heute den 17. März, wo ich aufnehme und ich freue mich gar nicht auf den Sommer. Ich hasse es, wenn es so heiß wird. Ohne meine Klimaanlage wäre ich tot. Tot, tot, tot. Dann würde ich eingehen wie ein Insekt. Naja, auf jeden Fall lege ich mich jetzt einfach mal schlafen. Ja, Flora, Kia. Ich habe das Schwein Kia genannt, oder? Ja, ich glaube Kia. Aber ich weiß ja immer noch, ich habe es mir gemerkt, dass du lieber mit Flora angesprochen wirst. Und die Person weiß natürlich, fühlt sich gerade hoffentlich auch angesprochen und weiß, dass ich sie meine, weil ich glaube, gibt es welche unter meinen Zuschauern, welche die gleich heißen, die ich kenne? Ach, mir fällt jetzt gerade niemand ein. Deswegen kann ich da leider auch nichts zu sagen. Auf jeden Fall, ich nehme gerne den Spinat mit für Maria. Dann hätte ich außerdem noch irgendwas gerne für Martha. Aber dann muss ich dann vielleicht mal woanders schauen. Draußen, vielleicht gibt es da ja dann noch irgendwie ein Kraut oder so, was ich Martha schenken kann. Das ist ja alles durchaus möglich. Oh, es ist Erntezeit. Das heißt, Geld kommt wieder. 9000. Und wie viel war das? Ich meine, es war 9096. Ja, 9096. Oder 9396 oder 9496. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, 9396 haben wir das letzte Mal eingenommen. Aber ob das alleine durch Feldfrüchte war, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht war da auch wieder irgendein anderer Faktor. Das kann ja immer durchaus sein, dass wir da noch was anderes verkauft haben und ich einfach in dem Moment nicht weiß, was. Zusätzlich sei angemerkt, mein Hals ist ein wenig, mein Hals ist ein wenig angeschlagen, deswegen nicht wundern, dass es da ein wenig bei mir so klingt und ich auch manchmal dann irgendwie so ganz komisch versuche, Luft zu holen und irgendwie noch gerade versuche, nicht zu ersticken. Das liegt halt einfach daran, ich war am Samstag, am 14. war das, glaube ich. Ich glaube, 14. war der Samstag. Das wirkt schon wieder so laut. Hat Windows das schon wieder zurückgepegelt? Warum macht Windows das eigentlich manchmal tatsächlich so, dass man in der Tab-Ansicht diese 3D-Ansicht hat, die ich richtig cool finde? Und manchmal hat man nur diese doofen Kästchen. Das finde ich manchmal sehr seltsam. Aber ich schaue mal eben nach, wie das mit der Windows-Sound-Einstellung ist.
Das hier ist natürlich auf 100, das Main. Ach, es ist tatsächlich wieder. Hat sich wieder auf 100 gepegelt. Das ist ja super. Warum pegelt sich das ständig zurück? Ich verstehe es nicht. Behalte die Einstellung. Jedenfalls war ich dann auf einer Party und ich vermisse die Zeiten, wo es noch Feier hieß und nicht Party und wie man es alles nennt. Keine Ahnung. So ganz komische Jugendbegriffe, die man für alles findet, damit alles hipper und cooler und an sich heftiger ist und krasser und sowieso alles. Jedenfalls, da ist die Musik ja immer sehr laut. Weil ich grundlegend auf einer Party eigentlich nur bin, um zum einen den Leuten, die feiern, zu zeigen, ich interessiere mich. Also ich mag euch. Und zum anderen grundlegend dafür, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, bin ich dann da immer am Quatschen eigentlich nur. Ich kann nicht tanzen. Das heißt, das mache ich nicht. Ich trinke da auch keinen Alkohol. Das heißt, ich werde auch nicht die große Spaßkanone. Ich nehme auch keine Drogen. Was ja eigentlich generell auf Partys, wo ich bin, nicht der Fall ist. Das finde ich auch ganz gut. Aber man redet halt sehr laut oder man muss sehr durchdringend reden, weil diese Musik so vermaledeit laut ist, weil man einen sonst nicht hört. Und dann ist immer danach mein Hals ein bisschen angeschlagen. Zusätzlich war es noch relativ kalt. Und ich hatte keine Jacke mitgenommen, weil ich es nicht mag, meine Jacke an irgendeine Garderobe zu hängen. Zum einen wegen Zwangsstörung und zum anderen wegen Zwangsstörung. So einmal wegen Waschen und das andere Mal so wegen paranoiden Sachen. Naja, so ist das dann halt. Und dann, ist mein Hals da immer ein wenig angeschlagen. Und dann sitze ich da und krächze ein bisschen vor mich hin. Aber ist schon wesentlich besser als am Sonntag. Also heute ist gerade Dienstag Nacht. Könnte schon Nacht sein. Ich weiß gerade echt nicht, wie viel Uhr wir haben. Weil ich ja echt keine Uhr habe. Ist ein bisschen blöd. Muss mir eigentlich mal hier hinstellen. Also irgendwie hatte ich nicht mal eine Desktop-Uhr da rechts am Bildschirm. Meine ich eigentlich, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr so recht. Jedenfalls ist das da dann immer das Problematische und dann kommt man mit Halsschmerzen wieder. Das ist immer ein bisschen nervig. Aber naja, so, das ist dann auch da. Diesmal legt mich das nicht rein, weil diesmal bin ich gewappnet auf alles. Und ich weiß auch alles. Tada! So, zack. Und dann noch einmal das hier. Das zieht echt immer unheimlich Energie, so ein Feld zu ernten, aber dafür kriegt man halt auch ganz gut Kohle, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich wünschte, ich hätte das Schwimmfest gewonnen, dann hätte ich eine Powerbeere bekommen, dann hätten wir mehr Energie, aber leider ist die nicht so. Vielleicht muss ich dann gleich einfach mal einen Kakao essen. Kann man einen Kakao roh essen? Also eine Kakaopflanze, kann man die essen? Stelle ich mir eigentlich sehr seltsam vor, weil die schmeckt ja nicht nach Kakao so wirklich. Jedenfalls, wenn ich dem Erdkundeunterricht der 9. Klasse glauben darf, dann Kakaobutter und alles wird ja durch intensive Prozesse hergestellt und ist nicht original in der Kakaobohne enthalten. Aber ich weiß nicht, ob Kakaobohnen nicht doch irgendwie nach Kakao schmecken. Also irgendwie ein Hintergeschmack wird es auf jeden Fall sein, aber ihr wisst, was ich meine, ob es nicht irgendwie, ob das so ist wie eine Kaffeebohne, die quasi die Aromastoffe par excellence in sich hat. Oder ob das ist wie so eine, ach ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, wie man es sagt. Fällt mir kein Beispiel ein, meine ich. Naja, auf jeden Fall erstmal zu Celia, wollte ich schon sagen, zu Dahlia. Enden ja beide auf Lia. Da kann man das auch durchaus mal verwechseln. Dieser Stein da oben, der nervt mich auch noch ein bisschen, aber den kann ich leider nicht wegkloppen, beziehungsweise ich könnte es versuchen, aber ich glaube, da müsste ich schon Proviant mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Und das will ich dann auch nicht versuchen. Hi, Dahlias Gruß! Oh mein Gott, Alter, ist ja riesig.
Aber Pferde sind ja auch in echt ziemlich groß. Alter, guck. Ist das. Hä? Ehrlich, so groß ist ein Pferd? So groß. Nein, so groß ist doch kein Pferd, oder? Nein, so groß ist kein Pferd. Oder? Ich weiß es nicht. Hä? Sagt einer mir das mal bitte. Ich meine, die Körperproportionen stimmen hier ja eh nicht. Der Kopf ist so groß wie der restliche Körper. Aber trotzdem so groß. Das ist ja 10-mal größer als ich. Also jetzt übertrieben gesehen. Dalia geht es auf jeden Fall prächtig. Das freut mich natürlich. Aber echt so ein großes Pferd? Nee, kommt mir gerade unkonform vor. Also irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall, hier muss ich dann eigentlich auch mal heute leider geschlossen. Schade. Dann gehe ich halt jetzt mit meinem Reservespinat zu Maria. Aber der ist ja im Kühlschrank, das heißt, er ist frisch. Das ist ja dann gar kein Problem. Ist ja alles tutti und ich bin schon wieder falsch abgebogen. Ist ja mal wieder typisch. Ich muss ja hier lang, dann da unten lang. Ach, Nami ist da oben auch gerade. Ach nee, Maria ist ja... Was macht denn Maria draußen? Das ist ja seltsam. Seit wann ist sie denn draußen? Komisch. Hi Maria. Guten Abend. Man sagt, als die Menschen ihren Glauben verloren, verschwand die Erntegöttin. Das ist traurig. Ja, es ist traurig, in der Tat. Aber leider auch, dass du immer das Gleiche sagst. Das finde ich so schade. Wenn man echt bei Harvest Moon so ein bisschen mehr Charakter in die einzelnen NPCs bringen würde, das fände ich so super. Ich meine, die haben alle immer ihre kleine Geschichte, aber trotzdem noch ein bisschen mehr finde ich super. Hier, Maria. Im Dunkeln, wo die Sonne graut. Oh, das ist so zuvorkommend. Vielen Dank. Immer gerne. Na dann, bis später. Bis später, Maria. Einen schönen Tag noch. Beziehungsweise Abend ist ja schon 19 Uhr. Ah, ich stolper hier fast. Ich habe nie verstanden, was dieses Stolpern sollte, ob mir das irgendwas sagen soll. Aber das ist ja eigentlich, soweit ich mittlerweile weiß, nur ein Gimmick, dass man nicht nur permanent monoton langläuft, sondern manchmal auch einfach, oh, ein rotes Kraut, was nicht rot ist, dass man dann manchmal einfach, ja, fast stolpert, dass es ein bisschen abwechslungsreicher wirkt. Nicht wahr, mein Häschen, du Kawaii-Hase? So, hier, hoppel mal schön weiter. Okay, Martha. Die Musik ist echt die beste überhaupt. Hier habe ich rotes Kraut. Bitteschön. So, jetzt wieder die Stimme. Oh, das geht mit dem Hals jetzt ganz schwer. Oh je, danke schön. Ich freue mich. Alter. Okay, ich spreche sie ausnahmsweise gerade mal ganz normal. Guten Abend. Ich will garnen, aber zuerst muss ich dazu ein Schaf scheren und danach eine Garnspindel benutzen. Das ist viel Arbeit. Ha, wir haben schon ein Herz jetzt bei ihr, scheinbar. Das freut mich. Das bedeutet nämlich, nein, verdammt. Das bedeutet nämlich, genau, zwei Herzen haben wir hier. Oh, bei Maria haben wir schon vier Herzen? Sie ist ordentlich und ernst. Streng und stur, macht aber gute Arbeit und ist verlässlich. Eine ältere Frau, die in der Klinik arbeitet. Die fröhliche, emsige Martha ist Hebamme. Zwei Herzen. Ich glaube, wir brauchen zwei Herzen oder drei Herzen. Ich weiß es nicht. Damit wir den letzten Rucksackplatz kriegen. Das ist nämlich wichtig. Ein Doktor in der Klinik. Er ist nicht in der Klinik. Ist er nicht in der Klinik, kann man ihn am See finden. Finde ich schön, dass hier so kleine Beschreibungen für alle dazustehen. Ja. Guten Abend. Wie fühlst du dich? Überanstrenge dich nicht. Ich finde Alex ja so cool. Der ist toll. Weil der ist für mich so der typische japanische coole Guy. Coole Guy, das ist ja auch Deutsch vom Feinsten. Tschüss. Alter, das geht gar nicht gerade mit meinem Hals. Das ist schwierig. Sehr schwierig. So. Dann einmal zurück nach Hause. Ich kann ja eigentlich auch den Express nehmen. Das ist ja auch gar kein Problem. Und zwar hier zum Schlafen ins Bett. In der Tat. Dring.
So, passiert was? Nein, scheinbar nicht. Es ist ein Fest. Was ist denn für ein Festival? Es ist das Glühwürmchenfest am Mondscheinstrand von 6 bis 24 Uhr. Na, das können wir ja durchaus mal mitnehmen, das Festival. Das ist ja sicher nicht das Problem. Das wird schon. Reicht ja auch noch jetzt gerade die Zeit in der Folge. Das heißt, wir müssen Maria auch nichts schenken. Ich muss aber zu Dahlia dennoch und ich muss die Pflanzen gießen. Das ist nämlich auch noch wichtig. So, einmal zack. Aufgeladen. Dass das echt... Ich finde doof, dass das so extrem lange dauert. Aber es geht ja immer noch schneller, als würde man alles einzeln gießen. Das ist ja auch von Vorteil. Muss ich zugeben. Ach ja, da habe ich mich so gefreut, als ich das erste Mal die Kupfergießkanne hatte. Da dachte ich mir, jetzt machst du Moneten ohne Ende. Und ich habe auch tatsächlich Moneten ohne Ende gemacht. Ich hatte so viel Geld, ich konnte mir alles kaufen, ein tolles Haus und alles. Und, ach ja, ich habe da ja einen Baum gepflanzt, ne? Ob der wohl wächst? Ich weiß es nicht. Jedenfalls dachte ich, kannst du alles machen, kannst du alles machen. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, wie viel gewisse Gebäude kosten. Dann habe ich mir gedacht, ach nee, bitte nicht, bitte nicht. Und dann habe ich irgendwann mal aufgehört, das zu spielen. Und dann war wieder das Typische bei mir mit dem Spielen. Wenn ich aufhöre, was zu spielen, dann spiele ich es elendig lange nicht mehr weiter. Bis ich dann irgendwie es wieder für mich entdecke. Das ist immer so. Naja, es ist manchmal ein bisschen schade, vor allem bei Spielen, die man halt ganz gerne spielt. Und bei unserem riesigen Pferd. Aber so groß, nein, so groß kann kein Pferd sein. Nein. Guck mal, das ist doch doppelt so breit wie wir. Das hat ja Beine. Die Beine sind ja doppelt so breit wie unser Arm. Das kann nicht sein. Das ist hier überdimensioniert. Alter. Das kann nicht sein. Dahlia, du bist echt gewachsen. Hätte nie gedacht, dass du so groß bist. Hätte mir dich eher kleiner vorgestellt, aber naja. Du bist halt einfach viermal so groß wie ich. Das ist ganz normal. Ganz normal. Na dann, einen wunderschönen guten Tag. Oh, du bist toll gelaunt. Das freut mich. Aber muss ich mal gucken. Wie sieht's denn aus? Mit... Ach nee, das hier sind nicht unsere Tiere. Genau, das sind ja gar nicht unsere Tiere, sondern das sind ja die anderen Tiere. Hier, Dahlia hat ein Herz. Training 0. Das ist ja super. Aber sie ist immerhin voll gelaunt. Das ist doch auch schön. Das ist doch auch ganz nett. Okay, hier liegt gerade irgendein Zettel auf dem Boden, wie ich gerade ertaste. Weiß ich nicht, was das für ein Zettel sein könnte, aber irgendeine Bedeutung würde schon haben. Stimmt, was ganz Interessantes. Mondscheinstrand, Apfel bitte mitnehmen. Haben wir hier, wir haben noch 6 bis 24 Uhr. Oder muss ich wieder zum Dorfplatz und da dann mich mit Celia, sag ich schon immer, mit Maria treffen, das weiß ich gar nicht. Ich laufe jetzt einfach mal entlang, weil manchmal ist das Festival ja auch weiter rechts. Glaube ich zumindest, aber sieht hier gerade nicht sehr danach aus. Wenn ich ehrlich bin, offen und ehrlich. Ich meine, ich kann hier nochmal gerne gucken. Aber es sieht in der Tat nicht danach aus. Es sieht sehr leer aus. Sehr leer. Vielleicht hier noch? So ganz am Rande der Existenz? Nein, auch nicht. Na gut, dann gehe ich jetzt mal zum Platz. Vielleicht ist ja hier. Nein, auch nicht. Hey, Thomas. Oh, das ist ja doof. Das Glühwürmchenfest wurde leider abgesagt. Warum? Gehst du heim? Mach's gut. Wahrscheinlich... Ach ja, wir müssen ja immer was in die blaue Box werfen, oder? Ich meine, damit das Glühwürmchenfest überhaupt stattfindet oder damit bestimmte Feste stattfinden, muss man immer genug sammeln. Das ist hier quasi so Kickstarter. Mangel an Mondstein. Hätten wir mal Mondsteine gesammelt, das wäre toll gewesen. Dann könnten wir das... Ich glaube, ich habe noch nie das Glühwürmchenfest miterlebt. Das ist irgendwie echt traurig. Aber naja, so ist das dann manchmal leider. Ach ja, schade. Dann konnten wir das Festival heute doch nicht miterleben.
dann wäre der Cut, den ich eventuell gesetzt hätte, auch völlig umsonst gewesen. Also der fiese Cut, den ich da gemacht hätte. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.